Hallo und herzlich willkommen wieder zu Shakes and Fidget. Heute mal wieder ein bisschen shakesen, nein, Spaß. Ein bisschen wieder spielen und wir haben heute wieder 10 Treibsanduhren bekommen, das ist sehr gut. Wobei ich immer gerne hier den 20. markiere, Aufstieg. Oder den 15. finde ich auch toll. Also die beiden finde ich richtig toll, die anderen, ja, sind ganz nett. Oh, wir haben einen Gildenkampf gehabt. Oh, das ist aber natürlich nicht so schön, aber gut, wenn die uns halt angreifen, können wir nichts dagegen tun, wenn die halt stärker sind. Zack. Aber wir sind immer noch Rang 9, so wie es aussieht, also von daher hat sich nicht viel getan. Momentan komme ich hier echt auch nicht weiter in der allgemeinen Rangliste hier, beziehungsweise bei den Helden in der Ehrenhalle. Schaffe ich irgendwie nicht. Will er irgendwie nicht. Ah, hier habe ich ja noch genug Zeit. Ich dachte gerade, oh je, hier komme ich ja gar nicht voran. Aber das läuft so langsam. Ich gebe das immer auch wieder ganz gut aus für hier für die Soldaten. Weil manchmal kriege ich hier gar nicht Plus raus, wenn ich hier kämpfe. Wie hier zum Beispiel, das würde ja niemals ins Plus gehen. Das könnte ins Plus gehen, wenn ich es schaffe zu gewinnen. Habe ich geschafft? Wunderbar. Das wäre schön. Aber das hier ist zu riskant. Und hier verliere ich dann meistens immer meine Ressourcen wieder. Ich weiß nicht, warum ich das manchmal mache, aber ich will eben halt auch die Ehre und sowas mitnehmen, ne? Das wäre schon ganz nett. So, dann gucken wir wieder in der Unterwelt. Wie läuft's hier? Ja, gute 4 Tage noch. Gute 4 Tage, wie voll sind wir? Oh. Würde schon behaupten, das würde wieder reichen, ne? Wie hoch sind wir denn mit der Sturmhexe? Jetzt halt kriegen wir schon 100.000 mehr. Cool. Und schon sind wir voll. Schreit irgendwie danach, dass wir den hier fertig machen. Ich habe den schon auf 950 hochgepusht. Beziehungsweise hochgestuft. Jetzt könnte man eigentlich noch mal ein paar Level hochmachen, damit wir hier wieder Platz haben. Damit wir die 4 Tage wieder was bekommen. Pro Tag kriegen wir 25 Millionen. Da dürften wir gut hier nach oben noch mal rutschen. Tada, wir haben die 1000 voll. Ja, ist das geil. Und die nächsten werden dann die hier. Hier nochmal hier sozusagen, hier so den auch noch hochstufen. Na, quasi. So. Aber jetzt warten wir erstmal, dass das hier die Seelen wieder gut voll gehen. Nicht, dass ich in 4 Tagen da nichts habe. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ich will ja immer direkt wieder starten können. Deswegen tummel ich mich eigentlich immer in diesem Bereich hier hinten. Aber jetzt haben wir das sozusagen symbolisch hier jetzt auch angefangen. Ne? Dann versuchen wir jetzt auch 1000 hinzuhauen. Und dann ist der hier dran. Warum? Ja, weil ich es kann. Ne? Momentan schaffe ich eben halt die Sturmhexe zu besiegen und gut ist. Und dafür brauche ich die hinteren hier gar nicht. Ich mache das alles mit den Goblins hier. Oder? Ja. Ja, doch. Ja. Gut, dann Dungeon. Mein ewiges Laster. Die heilt sich und heilt sich, ne? Aber, tada, Wirbelwindsturm bei 601. Das heißt 399 Etagen noch und dann haben wir den Spaß. Werden wir jetzt aber nicht eben machen, sondern erst uns gleich hochpushen nochmal. Das wäre vielleicht eine gute Entscheidung. Doch, ich denke, das ist eine ziemlich gute Entscheidung. So.
gehen wir dem einfach, ist ja auch egal. Müssen eh alle auf 200. Oder sollten auf 200, müssen nicht. Ich wollte gerade sagen, nimmst du den nicht? Hallo? So. Stall. Ja, die meisten haben eben halt schon besser geskillt gehabt als ich und haben die unten hier hochgestuft statt die oben. Und deswegen habe ich meistens eher Guten Morgen. Das Versagen des Tages. 707, also ich halte das sehr gut weit oben, ne? Und trotz dessen, dass ich die täglich nutze. Ist gut. Viel Glück dabei. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach nee, erst hier Guten bei der Hexe. Morgen. Hüte? Ja, Hüte. Haben wir irgendwo Hüte? Nee. Ich habe immer genau das, was sie nicht haben will. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und hier haben wir noch nicht das Doppelte, ne? Nee. Könnten aber auch eigentlich hier nochmal zurück und wieder von vorne anfangen, ne? Ja. Knallen wir das nochmal rein. Dann haben wir hier Undezillionen. Klingt irgendwie ziemlich geil. So, das stufen wir auf 100. Dann machen wir alle wieder auf 2500. Und dann geht's wieder der ganze Spaß zum Sammeln von vorne los. Yay! Immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Wuhu! Wir haben gerade nichts anderes, daher müsste ich mal einen Trank hier reinwerfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich auch. Es ist alles so spannend hier. Ja, es ist alles so spannend hier. Oh, toll. Abenteuer. Was? 10% Abenteuer, Archäologin. Oh. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Der lächelt immer so krass. Psst, du. Hey. Psst, du. Das klingt doch viel besser als nur hey, psst. Guten Morgen. Guten Morgen. XP? Oh ja. 5 Mille. Genau hey, du. Ja, hey, genau du. Das ist so lustig, ich liebe diese Sprüche. Deimut und meine Stärke sind euch wohl bekannt. Deimut und deine Stärke? Nö. Bist du ja? Da bin ich ja, ja. Du siehst irgendwie sogar gar nicht abenteuerlustig aus. Ich weiß, ja. Also langsam kann ich die Sprüche auswendig immer wieder. Ja, guten Morgen. Ich nehme gern die XP. Dankeschön. Lust, und ein paar Goldstücke zu verdienen? Genau das habe ich vor. Da haben wir mal reingeworfen. Dann versuchen wir unser Würfelglück. Geld verdienen? Nicht unbedingt Geld. Ich nehme lieber andere Währungen. Glückwunsch. Abwarten können wir noch erhöhen. Noch. Glückwunsch. Schade. Glückwunsch. Daumen drücken. Glückwunsch. Ja, ist das geil. 30 Millionen. Wie war das nochmal? Ich habe immer das Problem, ich gebe viel davon aus. Ja. So holt man viel wieder rein. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Oh, es ist geil. Komm schon. Ja, oh, sogar zwei noch gekriegt. Ja, auch. Oh, oh lala. Okay, davon kann man immer genug. Oh, schade. Ja, schade. Glückwunsch. Und dann können wir noch erhöhen, vielleicht. Daumen drücken. Glückwunsch. Das ist doof. Von den Treibsanduhren brauche ich immer so viel. Gib mal her. Bitte. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Aber sicher doch.
Das haben wir zweimal richtig? Ja. Ja! Okay, jetzt. So oft können wir gar nicht mehr machen. Wir müssen jetzt mal richtig Glück haben. Münzen wären gut. So ein Pech. Ja, letztes Mal jetzt. Schon Pech. Okay, das haben wir zweimal. Oh, schade. Das war nicht so cool. Jetzt mal alle hier anklicken, damit die Timer laufen. Ich rede immer von den Timern hier. Die laufen jetzt hier schon mal an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, hey, die Stufe ist schon mal hoch. Yay. Ups. Na gut. Als Beispiel, den können wir jetzt hier auch hochstufen. Also das hier ist ja ein absolut eigenständiges Spiel, nicht? Also, es hat nicht viel mit dem anderen Krams zu tun. Es kam ja alles hier sehr viel später hier dazu. So. Um die Verbesserung kaufen zu können. So, hier machen wir einfach nur mal auf 2000, damit wir die anderen vielleicht auch noch hier auf 2000 schon mal bekommen. Nein, einer zu viel. Na gut. Habe ich alles richtig gemacht? Ich denke schon. Ja, auch hallo, ne? Ja, hallo, hallo. Ich wollte nur mal ganz kurz hier ein bisschen was in Intelligenz reinkloppen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir den da besiegt kriegen. Daumen drücken. Ja, es wird mittlerweile da wieder schwieriger. Ich brauche mal so wirklich schon so 3 Versuche oder sowas. Und dann kriegen wir aber trotzdem die Etage. Kriegen wir trotzdem hin. Aber ich merke halt schon, dadurch, dass ich immer öfters das versuchen muss, um immer so eine Etage zu schaffen. Hallo. Hallo. Müssen wir hier ordentlich noch reinkloppen und aus. Ich hätte gern schon über 40 Millionen. Vielleicht mache ich das doch noch mal, aber Intelligenz ist schon ganz wichtig. Also Schaden sollte man ja machen können. Ich bin immer so am überlegen, sollte ich doch wieder da, aber ich gebe dann doch lieber alles auf Intelligenz, weil mir wurde gesagt, ich soll Intelligenz machen. Ja. Ja. Ja, definitiv. Wir machen mal so. Jetzt habe ich noch eine Sache, und zwar, ihr wisst ja, ich bringe das diese Videos für Shakes and Fidget immer montags. Hero Zero kommt ja mittwochs. Donnerstags kommt auf meinem Zweitkanal etwas. Und ich wollte mal wissen, wie viele von euch, von Shakes and Fidget immer fleißig gucken, wie viele ihr eigentlich tatsächlich meine anderen Videos guckt. Einfach nur so für die Statistik. Ich habe nämlich mal überlegt und überschlagen. Und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich so Nischen, so wirklich einer guckt. Ich habe hier wirklich Leute nur, die Shakes and Fidget gucken, einfach nur Leute, die Hero Zero gucken. Und die anderen gucken den Rest. Das ist irgendwie lustig, wenn ich das immer von anhand der Kommentare und sowas gucke. Aber ist nicht schlimm, ich finde das nur lustig. Und für die Statistik, weil YouTube erzählt mir ja nicht immer alles. Da ist ja Twitch deutlich besser. Das finde ich richtig gut, wie die Statistiken und sowas alles sind.
Weil in letzter Zeit versuche ich einfach mal durch die Statistiken durchzusteigen. Und das habe ich vorher sehr wenig, ehrlich gesagt, gemacht. Sehr wenig. Immer nur so drüber gehuscht und sowas alles. Und aber es ist auch einfach nur aus Interesse. Einfach nur so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Shakes and Fidget oder Hero Zero oder ein Anzock-Video. Oder zurzeit läuft ja noch Phasmophobia. Also bis dahin. Macht's gut. Tschüss.